Ja, es geht wieder los. Ich will noch mal 2 Tage weg. Wollte zur Grenze. Passierschein habe ich mir schon besorgt, damit ich auch ins Grenzgebiet kann. Ja, aber ich bin noch nie weit gekommen. Kurz vor Wilsdruff ist Schluss hier. Bin ich bestimmt schon eine Viertelstunde hier, nachdem ich von der A17 runter bin und hier jetzt weiter Richtung Zwickau. Gleich, wo ich runter bin, blieb ich stehen hier. Ja, nee, ich will nach Möllereuth fahren. Das ist südlich von Plauen. Lag genau an der Grenze DDR-BRD. Der Ort war geteilt. Die Mauer ging genau mittig durch den Ort durch. Durch den Bach. Der Bach war die Grenze. Und da gibt es mittlerweile auch ein Museum zur Mauer und so. Und das wollte ich mir noch angucken. 1-2 Cash gibt es auch. Und bin jetzt erst spät am Nachmittag losgefahren. Ich will mir dort einen Platz suchen, wo ich übernachte und morgen gemütlich 1-2 Dosen noch suchen. Und wenn morgen dann noch 1-2 Dosen suchen und das dann das Museum mir mal angucken. Ja, entweder ich fahre morgen Abend gleich hin oder ich bleibe dann noch eine Nacht und fahre euch dann morgen. Ja, zumindest geht es jetzt ganz langsam und in Ruhe weiter. Ich habe hier mit 35 km/h jetzt ein Tempomat drin. So,
ganz gemütlich ein Bierchen getrunken und noch was gegessen. Komme auf die Uhr geguckt, es müsste so um 8:30 sein. Ja, ich weiß nicht, ob man das kennt. Die Schnecke ist ja ganz schön ins Klingel gelaufen. Die weiß wohl nicht, ob ich wohin sie will. Steht doch hier tatsächlich Wachturm mitten im Dorf. Cool. So, ich hab's geschafft, ich bin im Westen. Wird mal dunklen, mehr Richtung der Wasser noch nie. Nacht- und Nebelaktion bin ich hier über die Grenze. Das war der Notausgang hier. Doch nicht mehr zu dem Cache gekommen. Nachdem ich jetzt hier in den Westen geflohen bin, kam ich ja nie wieder zurück zu dem Cache. Gucken wir morgen noch, gucken den Rest von dem Museum an. Mindestens gibt es dann noch ein bisschen eine Ausstellung, wo das beschrieben ist und erklärt. Und irgendwie einen Film zeigen die hier noch. Und dann werde ich morgen dann die Caches noch suchen. Ich habe mal eine Geräuschmeldung gemacht. Müssen wir mal einen ruhigen Ort weiter wieder von neu vergleichen. Weil ich mal irgendwo gelesen habe, dass die Geräusche im Infraschallbereich machen. Aber meine App geht durch bis
20, 30 Hertz runter. Ich weiß nicht, ob man Infraschall zählt. 30 Hertz müsste man ja theoretisch noch hören können als tiefes Brummen. Ich habe im tieferen Frequenzbereich von 30 bis 70, 80 Hertz einen stärkeren Dauerton. Hört man jetzt theoretisch im Video sogar das Rauschen. Und dann habe ich noch Spitzen messen können hier. Und kurze Spitzen messe ich. Die liegen um die 6000 Hertz. Und um das gleich nochmal klarzustellen, bevor welche sagen, du Blödi, ich bin jetzt vom Westen nach dem Osten geflohen. War keine Verwechslung, ich habe das gewusst. Ja, also die sind jetzt alle abgeschalten hier, die Lüfter. Also die Windräder. Deswegen bläst okay Wind mehr. Wissen Sie, ob die allgemein die nachts abgeschalten werden? Jedenfalls die um mich drumherum sind alle aus. Der hier ist aus. Die hinteren sehe ich nicht mehr. Und der hier bei mir steht auch. So, und jetzt gucken wir noch hier eine Folge. Kirk an Enterprise. Was das ist, hübsche Dame? Das ist ein Tribble. Ein Tribble? Ja, da werden Sie viel Freude daran haben, meine Gnädigste. Etwas Niedlicheres gibt es nicht, außer Ihnen natürlich. Sehen Sie sich bloß mal das Näschen an. Verkaufen Sie den Tribble? Eigentlich wollte ihn mir verkaufen. Ja, ich weiß nicht, ob man mich hören oder sehen kann. Und wie man jetzt mit dem Mikrofon die Lüfter hört. Die Lüfter sage ich immer. Aber es sind ja eigentlich Lüfter. Die blasen ja den Wind hierher. Ganz schön laut. Und ich werde nochmal mein Handy greifen und eine Schallmessung durchführen. Ja, es sieht noch genauso aus wie das heute Nachmittag war. Der Hauptkrach liegt hier bei ca. 40 Hertz. Und dann habe ich die Spitzen bei. Ja, ich kann es jetzt nie erkennen, Jurisch. Wobei die Spitzen sind jetzt nicht so hoch. Kommt alles Mögliche, aber nicht das, was wir hatten. So, dann gute Nacht. Ich filme das nochmal bei Ruhe im Auto, weil so, wenn ich das jetzt in der Hand nehme, ist das ja immer verfälscht. Mal die Spitzen aus, zack. Reden darf ich natürlich nie. Wobei die 6 kHz könnten eventuell beim Drücken entstanden sein. Ich denke, die 64 Hertz kommen vom Lüfter, also hier vom Ventilator, vom Windrad. Und die 6 kHz, die hat mein Finger gemacht. So, das war das dann für heute. Jetzt zeige ich nochmal kurz für das Video, weil, wie ich das Bett mache. Weil ich das nicht so richtig gefilmt habe. Ich klappe einfach bloß die drei Sitze vor. Dann brauche ich bloß die Matratze aufklappen. Die
die Decke weg. Ja, ich muss nicht. So, gute Nacht. Geschlafen hab ich gut. Das Rauschen von den Windrädern, das hört man im Auto nicht so sehr. Und jetzt tagsüber kann ich direkt drunter stehen, da höre ich mir die Autos sehr Kilometer weg auf der Autobahn. Aber von den Windrädern, das macht sich tagsüber kaum bemerkbar. Ja, hab ja gut geschlafen, bin früh noch ein bisschen rumgetrollert jetzt. Um 11 Uhr durch. Dann habe ich die Drohne noch mal fliegen lassen und geguckt, ob man die Mauer mit aufs Bild kriegt. Und habe ich, denke ich mal, einigermaßen hingekriegt. Bin zwar nicht bis ganz hingeflogen, bin ungefähr 500 Meter in die Richtung geflogen und dann aus der Höhe raus. So, jedenfalls werde ich jetzt den Kaffee noch austrinken, dann langsam zusammenpacken und dann gucke ich mir mal das Museum noch an. Ja, die Ausstellung war super, ganz interessant. Die Mauer habe ich mir ja gestern schon angeguckt und gefilmt. Da ist zwar eine Kasse vorne, aber bezahlen soll man am Haupthaus.
Und dort war ja auch noch die Filmvorstellung, war ganz interessant. Jedenfalls ist ein Besuch wert, das Museum hier. Ja, jetzt habe ich mich hier, als ich zwischen den Mauern zurücklief zum Auto, schlug da irgendwo in den Windkraftanlagen ein Blitz ein. Das ist ja hier üppig, 500 Meter hin bis zum nächsten. Hat ganz schön geblauzt. Und da habe ich mal lieber noch einen Schritt zugelegt. Zum Ende der Kuss war gar nicht so schlimm, aber da noch ein paar Blitze hinterher kamen, dachte ich, sollte man sich vielleicht schneller ins Auto retten.